Ja, ist das östlich? Genau hier ist es. Genau hier. Wo soll es zumindest sein? Fahren wir mal die Treppe hoch, mal gucken, was passiert, ne? Nichts! Wo kommt. Ich nichts getan. Warum ist da nochmal so ein. Oder die Tiefgarageneinfahrt ist woanders. Gar nicht hier in dem Bereich. Die ist einfach dann vielleicht nur riesig. Wo ist denn die Einfahrt? Finde ich wirklich ein bisschen schade, dass ich das jetzt gerade nicht finde. Aber okay. Ja, ja. Was ist das? Okay. Ja gut, okay, dann gucken wir erstmal nach dem nächsten vielleicht. In der Tiefgarage, das nervt mich gerade. Auf dem Hof hinter dem Liberty Tree Gebäude. Okay, da muss ich nochmal ein Stück weiter. Ja, okay, wir können eigentlich schon erstmal Richtung Süden bleiben. Eine Nase juckt. So, gucke ich auch nochmal auf meine Liste direkt. Der Liederfehler habe ich schon gesagt. Cheats, es gibt ja auch die Cheats. Ich finde das immer schön, wenn die originalen Cheats dann auch noch einfach funktionieren. Achso, ich bin schon dran vorbeigefahren. Entschuldigung. Oder? Nee. Wobei, ich bin jetzt gar nicht so sicher. Wir fahren erstmal weiter. Ich fahre gerade doch tatsächlich in die falsche Richtung. Nein, es gibt ja halt witzige Cheats hier. Also auch sinnlose Cheats, wo man dann einfach sagt, okay, ne? Keine Ahnung. Explodiert halt einfach alles, ne? Und alles wird weggemetzelt. Ja. Und es gibt aber auch gute Cheats halt, dass man sich heilen kann, dass man sich einen Panzer einfach cheaten kann und sowas. Werde ich dann wahrscheinlich bei Zeiten dann auch irgendwann mal machen, aber ich denke, ich schätze mal zum Ende des Let's Plays wahrscheinlich. Aha, okay. Danke für nichts. Ach, du heiliger Bildung, okay. Jetzt werde ich schon wieder gesucht, ist aber nicht so schlimm. Gucken wir mal. Oh, da ist einer. Hervorragend. Zack. So. Gucken, welcher das jetzt war. Hier gibt es nämlich drei in der Nähe. Ach, ich bin dumm. Ach, der in der Tiefgarage. Ich bin so dumm. Auf einem Flachdach kletten sie. Hinter den Steinen unten am Pier. Nein, hier bin ich voll falsch. 66, 65 und 64. Ich glaube, das war der. Oder 63? Auf einem Flachdach. Nee, war es der 65. Okay, da fehlen wirklich nicht mehr viele. Wir sind ja eigentlich quasi schon so gut wie fertig. Ich kann nachvollziehen, dass sich das stört, ne, weil es halt so entschleunigt ist, aber ich find's okay. So, da war noch jemand mit dem Flachdach, ne? Kletten Sie östlich von Liberty Tree Gebäude die Treppe hoch. Ich nehme einfach mal die Treppe. Okay. Das wird es dann wohl nicht sein. Was ist das denn hier überhaupt für ein Gebäude? Liberty Tree. Was soll mir das sagen? Ach, guck mal, hier ist die Tiefgarage. So wie es aussieht. Habe ich hier ein schönes Auto vielleicht? Ja. Es ist zumindest ein Auto da, sagen wir es mal so. Da ist es doch! Dabdala! Wunderbar. Schön. Okay, was habe ich hier? Achso, genau, da war auch noch ein interessanter Fact, finde ich. Weil es wurde gesagt, und das kann ich sogar. Also, das klingt so vollkommen plausibel, weil es im zweiten Teil genauso war. Ja, ja, komm. Ich nehme das Auto auch einfach nur, weil es besser ist als nichts. Nee, ich habe hier schon gewundert, wie viel Kohle ich hier habe. Ich habe ja fast 1 Million Dollar schon angesammelt. Frage mich, warum bin ich überhaupt noch Verbrecher? Ja, es war ursprünglich geplant, dass man für jeden Speichervorgang zahlen muss, wie es auch im zweiten Teil tatsächlich der Fall war. Und ich suche jetzt gerade einfach nur die Treppe. Und das wurde aus irgendwelchen Gründen rausgestrichen, keine Ahnung. Es wurden auch viele Sachen generell vom 11. September, weil 2001, da kam das Spiel raus. Und es war quasi schon in der Fertigstellung. Und da waren halt die Ereignisse vom 11. September. Und da gab es halt auch einige Missionen, die auch so ein bisschen, ja, so, ich sag mal, Richtung Terrorismus und sowas gegangen sind. Und Hacken von Staatseigentum und sowas, habt ihr mir auch netterweise geschrieben. Und das Cover war auch ein anderes damals. Und da wurde relativ viel noch kurzfristig gestrichen vor dem Release von GTA 3. Achso, ja, nee, das ist verkehrt. Wow! Geiler Motorensound. Und ja, deswegen haben wir jetzt hier nicht all das, was sich das Spiel eigentlich ja gedacht hatte zu machen. Da ist das Flachdach, jetzt mal da oben meinte das, ne? Okay. Ah, ich bin mir jetzt aber auch nicht so sicher, muss ich sagen. Gehen wir erstmal hier rein. Ich fand ja auf jeden Fall auch einen interessanten Fakt.
Ah, guck mal, da oben sind Leitern und hier sind Autos überall, auch schön. Ja, und dann habt ihr gesagt, macht die Mission von dem Mechaniker zuerst, weil sonst kannst du die nicht mehr machen. Da oben habe ich das gerade schon gesehen, das Päckchen. Und ich hoffe, ihr meint mit dem Mechaniker den Marty Chongs. Weil die Mission habe ich ja immerhin gemacht und auch geschafft. Das heißt, ich hoffe, ich habe bis jetzt noch nichts verpasst oder verkackt, die 100% zu bekommen. Ich frage mich trotzdem, wie komme ich jetzt auf dieses gottverdammte Dach? Ah, da. Die Treppe könnte sein. Hervorragend. So. Ah. Ach, komm. Ach, du Scheiße. Okay, warte. nee. Nein! Es tut so weh. Oh, das wollte ich verhindern, weil... es gibt keinen direkten Weg, ne? Natürlich nicht. okay. Oh, doch, es gibt einen. Hervorragend. Schön. Also, wo wart ihr jetzt nochmal genau? Ich hab's leider irgendwie... Ich hab da geparkt auf jeden Fall, das weiß ich, aber... Ich glaube, das war hier, ne? Ja. Wo ist mein Auto? Hab ich da nicht geparkt? Ich hätte ja geparkt. Okay. Ups. Danke. Und hüps. Hervorragend. Ah, da kriegen wir gleich auch schon das nächste Goodie. Perfekt. So, das war jetzt hier der, auf dem Flachdach, genau. So, genau, jetzt habe ich hier nur noch geschrieben, 11. September, Mission gestrichen, Ökonomie Liberty City zerstören. Und zu guter Letzt, oder vielleicht zu vorletzt, ich überlege gerade, irgendwas habt ihr mir noch geschrieben, was ich jetzt eigentlich auch noch im Kopf hatte. Egal. Auf jeden Fall zu guter Letzt, ich finde die Version hier eigentlich, also ich persönlich, ich finde die echt in Ordnung, ne? Weil viele gesagt haben, ah, ne, die Remaster-Sachen sind so lala, keine Ahnung. Ich meine, okay, man sieht hier ab und zu mal einen Grafikfehler. Ey, aber es macht für mich den Spielspaß nicht kaputt. Was muss ich tun? Rampage! Ah, Yakuza in 25... Ach du Scheiße, okay. Sehe ich denn welche? Wie sehen die überhaupt aus? Da vorne sind sie wahrscheinlich. Ich darf mich nicht selbst im Brand stecken. Da muss ich aufpassen. Aua! Sack gerade. Okay. So. Ja, dann haben wir vielleicht schon mal direkt einen Rampage geschafft, wenn wir schon mal hier sind. Ich meine, warum nicht? Frisst ja kein Brot. Die mögen mich noch. Ah, okay, da kommen sie schon. Die Quanken Wagon. Das ist echt sehr komfortabel, dass sie mich wirklich noch nicht anschießen, ne? Ich weiß nicht, ob sie mich jemals anschießen werden. Andererseits laufen die dann aber auch vor mir weg. Das ist vielleicht das Blöde an der Sache. Das Blöde ist auch, dass die halt wirklich, die brauchen halt, bis sie dann auch, sterben und gezählt werden. Das ist so ein bisschen mein Problem, was ich jetzt habe. Oh, die schreien, ey. So erbittert, ne? Aber ich kann es vollkommen nachvollziehen, weil ich hätte da auch keinen Bock drauf. So. Oh, cool. Okay, das sieht auf jeden Fall nach einer recht sicheren Sache aus, muss ich sagen, ne? Den habe ich auch noch erwischt. Ja, das soll es gewesen sein. 35.000 Tacken. Leck mich am Arsch. Holla die Waldfee. Die Frage ist schon fast... Ey, jetzt haben wir hier gerade einen Feuerwehrwagen, ne? Sollen wir den nehmen? Was habe ich mir denn jetzt noch gedacht? Irgendwas habe ich doch noch gedacht, von wegen... Alter, das kann ich auch noch erzählen. Da war gerade nämlich der, der Kommentar ist ja quasi gerade eingedrückt. Genau! Die Kollegen hier! Ihr erinnert euch vielleicht noch in der U-Bahn in Portland, wo ich da gesagt habe, Alter, was macht ihr da, wo ich Molotow-Cocktails gefunden habe? Ja... Die Kollegen, die sind eigentlich auch von einer, komm, wir machen einmal kurz hier die Mission. Sie sind nur 20 Stück. Okay, Extinguish ist okay. Nein, das war nämlich für den Kollegen, nee, nicht für den Kollegen, aber die waren auch Teil von einer Gang, offensichtlich. Die auch rausgeschnitten worden sind. Die, glaube ich, auch hier mit diesem, mit dieser gestrichenen Mission irgendwie zu tun haben. Ob das jetzt wirklich genau die gleiche war, weiß ich jetzt nicht. So gut kenne ich mich damit nicht aus. Aber es fand ich auch noch interessant zu wissen. So. Ey, wo ist denn der Wagen? Wir müssen nur 20 Brände löschen. Also kommen wir missionstechnisch heute wieder nicht weiter. Ja, es ist halt so, ne? Wenn ich 100% holen will, dann will ich sie halt holen. So. Ach, guck mal. Haben wir geschafft. Sehr gut. Wo ist der nächste, bitte? Ah, okay. Wenigstens bin ich in der richtigen Richtung und muss nicht wenden. Das macht wirklich schon mal viel aus. Die letzten paar Päckchen, die können wir hinterher auch noch holen. Uns fehlt ja auch nur eins in Portland, darf man nicht vergessen. Ich warte eigentlich nur auf eine Karre, die ich dann vielleicht nochmal hinbringen kann. Weil dann bin ich eh noch... Ui! Eh nochmal da. Nichts passiert. So.
einmal rum. Ich glaube 20 Stück waren das, glaube ich, die wir jetzt hier löschen müssen, ne? Genau. Bürgerwehr müssen wir hinterher natürlich auch noch machen, klar. Da will ich es eh nicht schaffen, 20 Stück auf einmal zu machen, aber... Wobei, es gibt einen Trick, den möchte ich dann eigentlich gerne mal ausprobieren. Perfekt. So, wo sind wir? Okay. Weil den habt ihr mir nämlich auch per Kommentar gesagt. Und zwar bei den Bürgerwehrmissionen, wenn man dann irgendwie ins Pausemenü geht, dass die Leute dann irgendwie aussteigen würden. Also die ich dann verfolge, wenn ich in der Nähe von dem Wagen bin. Was ich sehr interessant finde, muss ich sagen. Perfekt. Sollte ich jetzt hier den Trashmaster finden, ne? Also es gibt eine Trophäe dafür, dass man 20 Brände in Folge löscht. Das war nämlich die Trophäe, die ich in Portland bekommen habe. Und sollte es ja, hier was geben. Ich habe die Trophäe schon. Ich muss nur in Summe 20 Brände auf Staunton Island noch löschen. Und ja, wenn ich jetzt irgendeinen geilen Wagen finde, den ich eh noch brauche, dann nehme ich ihn natürlich mit und fahre wieder rüber nach Portland. Nein, warum bist du unten? Aber das können wir vielleicht, Den treffen wir. Nicht. Okay, hast gewonnen. Bleh, komm. So, von der Zeit ist das jetzt nicht so viel. Habe ich nicht so viel übrig wie damals in Portland. Kann das sein? Dankeschön. 1000 Euro, Dollar. Man kriegt bei Vice City übrigens auch viel, viel weniger Geld. Ich habe es dann damals mit der Inflation erklärt, mir selbst mit 15 Jahren. Ja, ich bin ein kranker Bastard. Sagt es ruhig. Da habe ich auch wirklich gedacht, so, haben gedacht, ja, früher ist ja alles teurer, da kriegt man halt auch weniger Geld. Da waren 500 Dollar damals halt viel, so viel wert wie in 2000ern. Weiß ich, 1500 Dollar. Lalalala. So, Viertel haben wir gleich schon mal. Ich finde eigentlich sehr entspannt, solche Nebenmissionen. Ach, das ist da irgendwie oben auf dem Highway. Das gefällt mir nicht so gut vom Aufbau her, muss ich sagen. Die gibt einfach zu viel Scheiße. Ui! Stell dich auf, stell dich auf. Ja, 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 ja. Du schaffst es, komm. Nein! Okay. Den Rest machen wir dann später. Okay. Fuck it, ey. Scheiße. Äußerst bedauerlich, wirklich. Und Landstalker, ja. Weil die sind auch nicht schlecht, die Landstalker, muss man sagen. So, wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt dort oben. Gucken wir nochmal. Okay, da kann ich direkt Richtung Süden. 57 rechts vor dem Haupteingang der Kirche. Dass ich halt mal in der Kirche ausschaue. Interessant ist einfach, dass ich direkt am Anfang so einen verkackten so ein Kartell-SUV bekommen habe. Und ich glaube, ich finde nochmal einen. Ich brauche ja für einen, brauche ich einen. Ihr wisst, was ich meine. So, rechts neben dem Haupteingang von der Kirche. Ich meine, das ist zwar links, aber vielleicht aus der Sicht der Kirche. Das ist ein Grabstein. Das sind Grabsteine. Ja, nee, das haben sich doch bestimmt auch was einfallen lassen. Das wäre so cool, wenn ich mit dem Rampage Zombies abballern müsste, wenn die dann aus den Gräbern kämen. Nee, nur alle Religionen vertreten. Ansonsten haben wir hier nichts. Ich muss mir gleich noch die Rampages, stimmt, die muss ich mir gleich auch nochmal abhaken. Und wenn hier so eine coole Gruft wäre. So, schauen wir mal. Ja, sollen wir den auch nochmal eben machen, wenn wir schon mal hier sind? Oder zumindest versuchen. Yardies. Wie sehen denn die Yardies aus? Kann man den jemand mal beantworten? Okay, das ist ein Polizist. Das ist wahrscheinlich kein Yardi. Da vorne sind wahrscheinlich... Das sind Yardis. Jo! Das sind Yardis. Alles klar. Ja, super. Das ist jetzt natürlich mehr als ungünstig. Ich hab doch nix. Außer mich selbst, wenn ich in die Luft jagen könnte. Aber das ist ja auch nicht zielführend. Noch mal so ein paar viele. Ah, geh mir doch nicht auf den Keks. Ach, das sind ja die so eine Kolumbianer-Gang. Verstehe. Fuck it. Ja, ich habe mich getötet. Schade. Darf ich noch mal hin? Ist egal. Okay. Lalalala. Krankenwagen müssen wir keine mehr machen. Deswegen ist das nicht so schlimm. Okay. Ich brauche ein Auto. Bitte. Hau ab! Es beißt! Ein Stallion. Ich sag immer Stinger, ne? Aber es ist eigentlich ein Stallion, stimmt. So, wo war ich jetzt gerade überhaupt? Ja. Ich muss Richtung. Westen. Wer beschießt mich denn hier? Wer mag mich denn hier nicht? Das ist Kartell? Das ist Kartell, ne? Das ist, glaube ich, so eine Kartellkarre.
Jawoll, okay, da können wir uns jetzt den einen fehlenden noch holen, eben schnell. In Anführungsstrichen eben schnell. So. Ich will nur einmal erstmal so ein bisschen sicher zumindest sein. So, okay. Welcher fehlt mir denn hier noch? Der 49 in der Mitte der Zugbrücke. Nein, ist es nicht. Aspatria in der Garage der Kolumbianer. Zufall zum Beispiel mit einem Cruiser des Kartells. 41. Au. Okay, dann müssen wir doch Richtung Osten. Dann sind wir jetzt hier schon mal richtig. So. Das Schöne ist, bei den Normalkarten im Lösungsbuch ist Norden auch da, wo Norden angezeigt wird, ne? Bei den anderen nun. Bei den Rampage-Karten und so. Das ist nicht ganz so, nicht ganz so. So, wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Ach, wir sind jetzt ganz im Norden gewesen. Ja, sind wir doch gar nicht mal so weit entfernt. Welcher war der 41, ne? Das heißt... Ich muss mal kurz gucken. Ja doch, was ist das? Das muss das, glaube ich, sein. Kann aber auch falsch liegen. Ja, perfekt. Der Schrotplatz. Irgendwo. Ah, dabdala. Was haben wir bekommen? Was haben wir bekommen? Jetzt bin ich mal gespannt. Molotow. Ach, ja, gut, danke. Dankeschön, wirklich nicht. Nein, brauche ich nicht. Wirklich. Das ist sinnlos für mich. Okay, egal. Lässt sich jetzt nichts daran ändern? Ich kann ihn abhaken. Ich habe mir jetzt eigentlich ein bisschen mehr offen, muss ich sagen. Nun, nein, 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 nein. Au, das war der falsche. Scheiße. Darf ich nicht vergessen, der 49er fehlt mir noch. Da mache ich mir eine ganz fette Markierung, weil komme ich wahrscheinlich erst in 5 Aufnahmen oder so hin. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch 6 Stück, die wir noch holen können. Oder 7. Ach, Entschuldigung. Meine Nase ist wieder voll mit dabei. Hä? Ich habe gar nicht 3 gedrückt. Ah, der hat mich rausgezogen, der Sack. Gott sei Dank, ich bin mal nicht ausgestiegen. So. Der ist aber eigentlich nicht schlecht, der Cruiser, muss ich sagen. So, dann düsen wir jetzt mal wieder ein bisschen in Richtung Westen. Wieder Richtung Süden. Versuchen wir gleich nochmal die Kirche zu finden. Ah. Oh, es tut mir echt leid mit meinem Rumgeschniefe, ne? Was hältst du von Naseputzen? Boah. Wäre eine Idee. Wäre aber zu einfach. Und ich habe nichts hier zum Naseputzen. So. Ja, den Blister könnte ich natürlich schon längst nach Portland bringen, aber der fährt hier überall rum. Deswegen ist das jetzt nicht so für mich das... Autsch! Es tut mir leid, wirklich. Nicht das Wichtigste für mich. Noch ein Rampage! Hä? Bin ich überhaupt in der... Das ist sogar... Ist das die Kirche? Nein, das ist nicht die Kirche. Das fällt mir gerade mal so ein. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ja. Ach Gott. Ja, gucken wir mal. Vielleicht müssen wir Autos zerstören. Achso, das ist der zweite... Das ist der zweite Ort. Schau mal einen an. Entschuldigung. Was erwartet ihr von mir? Ey, du Penner!